Grüß euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Fuchs und spiele heute ein Spiel namens Zugabteil links, keine Ahnung. Ich soll es vielleicht von Google das letzte Mal kurz vorlesen lassen. Rescued Animals, ein Spiel entwickelt von Clapperheads und gepublished von Clapperheads und Playworks zusammen. Und das Spiel ist heute, den 30. September 2024, rausgekommen. Das sage ich extra, weil das Video ein paar Tage später rauskommt, weil ich noch warten muss, bis ein anderes Projekt abgelaufen ist. Und ich sehe gerade, ich habe euch gerade angelogen, wir haben nicht den 30. September, also ich habe ihn jetzt zumindest nicht, sondern wir haben den 6. September 1991 und wir haben Version 1.2.3. Keine Ahnung, wieso. Ich habe keine Ahnung, haben die ein Update schon rausgehauen, ein paar? Das Spiel ist erst eine Stunde draußen. Na gut, egal. Vor ein paar Wochen habe ich ja einen Tierarzt-Simulator gespielt. Habe ich mir jetzt ungefähr als Vorbereitung für das Spiel genommen. Ja, jetzt wisst ihr, welches Spiel das war, was ich da so gesehen angekündigt habe. Wobei das Spiel sehr extrem gut ankam. Ah, egal. So, ich lese mal ganz kurz die Spielbeschreibung vor. Zoo Joseph ist ein Bodycam-Horror-Simulationsspiel. Du bist ein Nachttierpfleger. Identifiziere infizierte, mutierte Tiere. Stelle einen Impfstoff her und heile sie, wirst du sie alle retten und überleben. Das ist auch so ein richtiger Zungenbrecher eigentlich. Identifiziere infizierte, mutierte Tiere. Tiere, mutierte, infizierte, identifiziere. Sagt das mal zehnmal hintereinander ganz schnell. So, und da es sich ein Horrorspiel handelt, haben wir es natürlich mit schrecklichen Monstern zu tun. Und ein Easter Egg ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in jeden einzelnen dieser O's da jeweils einmal reinklicke, na, andere Richtung, dann erscheint da unten rechts ein Monster. Also aufgepasst. So, 3. Naja, doch geklappt. Da bin ich ja. So, grüß euch. Ich hoffe, es klappt jetzt alles, weil ich habe jetzt hier die neuen Lampen gemacht. Beim letzten Mal, als ich so eine Probeaufnahme gemacht habe, hat es ziemlich gut funktioniert mit einem Rausschneiden dann hat. Weil ich habe hier jetzt so Lampen, die leuchten sogar grün. Wieder richtig hinstellen. Beim letzten Mal hat es den Greenscreen nicht richtig weggehauen. Jetzt schaue ich einfach mal, wie es läuft. So, neues Spiel. Aufnahme läuft alles. Ich hoffe, dass alles genau funktioniert. Before we begin, I want you to put down your scribble. Du. Achso, ich muss das drücken. Verschweigungserklärung für den Wächter des Pine Valley Zoos. Definition der Konfidenzinformation. Jede Information, die der Nachtwächter während seiner Arbeit bekommt, gilt als konfidenziell. Ich bin gelehrter Deutscher, ich weiß hundertprozentig genau, was dieses Wort bedeutet. Verpflichtung zur Verschweigenheit. Der Nachtwächter verpflichtet sich, keine konventionelle Information an die dritte Partei offenzulegen, während und nach der Vertragsfrist. Begrenzung der Verpflichtung. Im Falle der Verletzung oder des Todes eines Nachtwächters während die Ausübung der Arbeitsaufgaben verhaftet der Arbeitgeber gegenüber seinen Angehörigen oder anderen rechtlichen Vertretern nicht. Vertragsdauer gültig ab dem Zeitpunkt der Unterschrift und gilt als unbefristet. Streitbeilegung der Nachtwächter oder die... Let's not waste time here. You'll be sitting here all night and I've got more important things to attend to. Schnauze, Oliver! Streitbeilegung der Nachtbewerter oder eine rechtliche Vertreter erklären sich damit einverstanden, die Polizei und andere Strafverfolgungsbehörden nicht einzubeziehen, egal ob Todverletzungen oder andere Ereignisse während der Arbeit in Pine Valley so passierten. Alle Streitigkeiten werden durch Verhandlungen gelöst, bevor der rechtliche Schritt zugegriffen wird. Andere Konditionen, jegliche Änderungen des Vertrages dürfen der schriftlichen Zustimmung beider Parteien. Die Verhandlungen werden direkt zwischen der Leitung der Pine Woods und den Nachtwächtern geführt und es werden keine extremen Partner benötigt. Okay, Schritt 7. Sie bekommen 1000 Geld am Tag. Wo darf ich unterschreiben? Na gut, okay, lege ich den jetzt mal weg. So, hier Glöckchen zum Unterschreiben. Ich habe eine wunderschöne Unterschrift. Excellent. You made the right move. Just a couple more things and you'll pull your family out of poverty. I really hope so. Attach this to your chest. Our scientists require us to do this to see everything that happens in the enclosures. Scientists? I thought this was a zoo. True. Never thought that the smart alecks belong right in the zoo? Hope you got the joke. Excellent.
Now let's get started. First, grab your personal PDA. It's necessary for interacting with all the work objects. Congratulations, you've taken the first step to becoming a part of our close-knit zoo family. Wait, what's this for? You'll find out later. Spritze gegen Epidemie. Oh, are you finally awake? Good. Get up. It's time to get to work. What the hell? What did you do to me? I took care of your health. Working with animals requires prevention. You wouldn't want to bring some kind of infection home, would you? By the way, I took your phone as well. I'll return it in the morning after the shift. So I got the job? I thought we had an interview. My wife is waiting for me outside. The job will be yours if you make it through the night. Let's go. I still have a lot to show you. So. Wir spielen sie aus der Bodycam-Sicht. Also im Grunde genommen sind wir hier auf halber Höhe, gerade zum Klo hin. In diesem Fischaugen-Modus. Man kann es allerdings auch abschalten. Das möchte ich jetzt mal ganz kurz mal gucken, wie es dann aussieht. Gefällt mir persönlich besser, muss ich ehrlich sagen. Ich lasse es jetzt einfach hier. So, spinnt. Eine schöne Latzhose. Ich kann mich nicht ducken. Noch mehr. Oh, ich muss den Ring vielleicht abnehmen, vielleicht dieser mich dann hat. Ach ja, die gute alte Meute. Ich kenne sie nicht. Aber sie sind immer für mich da. Hier gibt es lecker Essen hier. Yum, 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 yum. Gadget Trolley. Biowaste Filter. So. Chef. It's quite spacious here. Yep, this is our hub. You'll have plenty of everything here, except time. Now we're in the cold room. Here we store herbs, vegetables, and fish while the meat gets ground into portions for the animal rations. And right now we're running low on herbs and vegetables. Got the hint? Get to it. You can find the instructions in your PDA. Lade zwei Kräuter und ein Gemüseklötze in den Wagen für Klötze. Okay, Tab schließen. Du. Vegetables. Geh aufheben. Einmal Gemüse, zweimal Kräuter. Am I supposed to wait for you forever? Bin auch schon da, kannst du mit angreifen, dann sind wir schneller. Wie er mich nur so angrinst. Er ist gar nicht so übel, der Typ. Er ist doch ein ganz netter. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Most of the bricks will be left as a reserve. And take these ones with you. It's time to show you our workhorse. Ah, okay, ich verstehe. So. What was that? There's something in the works that you're not ready to. And here is our KATIE. Transport with innovative engineering. Katie will take you around the zoo. Und so. This is the refrigeration compartment. You need to load the brick trolley here. Until you load it here, Katie won't budge. To load the brick trolley, you need to activate the lever. Oh. Okay, also solange die, ich hier den betreibe, kann dieser Train. Ach so, jetzt muss ich hier ins Giraffengehege fahren. Hier. Giraffe. Wallaby, Gorilla, Pinguin, Zebra, Elch, Nilpferd, Elefant. Elefant wird interessant, was ist Wallaby? You planning to spend the whole night on this? Fasten your seatbelts and sit up straight. Let's go. Ich muss mich nicht anschnallen. Boah. So, sie sollten sich hinsetzen. Ah, Spaceballs. So, we're at the giraffe station. Now listen carefully, I won't repeat it twice. This is our mobile veterinary station. Here you'll be mixing medications for our animals. Are they sick? Well, they can be.
We need to closely monitor the health of the animals. We have some quite rare specimens, so the thought of anything happening to them is out of the question. Take this seriously and we should all be safe for another day. Follow me. Ich habe schon mal Tiere operiert. This is our kitchen factory. To collect feces for tests, you have to feed the animal its favorite food. Here's where you'll prepare it. Choose the recipe from the list. Cut, mix, and you're done. Any questions? Yes. Excellent. The zoo needs those who aren't afraid to ask. But even more so, it needs those who find answers themselves. All right, enough chit-chat. Go to the cutting table. Ich hätte eine Frage, warum wackelt der Wagen so? Was ist immer noch Bodycam? Na gut, kann wahrscheinlich immer noch Bodycam sein und die haben wahrscheinlich nur die Dinge umgeändert. So, also ich muss jetzt hier eben. You need to select the giraffe from the list. Giraffe. Drücken Sie die Taste kochen, um die Schneidbildschirm zu gelangen. Drücke den Knopf, um den Kräuter zu schneiden. Don't make a mistake with the weight. The exact measurement is displayed on the weight indicator. Measure carefully. Okay, wir brauchen 3,5 Kilo. Das Ding wiegt insgesamt 6 Kilo, das wird die Hälfte sein, dann ungefähr hier so. It's not enough, Paul. Add more. It's not enough, Paul. Add more. It's not enough, Paul. Add more. Also in der Richtung hier, oder? Excellent, Paul. Cut. Now do the same with the herbal break from the rest. Punktlandung. Go ahead. So, Gemüse. Das ist die Hälfte ungefähr, dann wird das hier ungefähr sein. It's not enough, Paul. Add more. It's not enough, Paul. Add more. Also das Ding wiegt 3 Kilo, na dann. Ich dachte, es wiegt auch 6. Punktlandung. Aber ich mache akzeptabel 0% aus 20%. Wie man den überhaupt? Das ist wohl ein bisschen im Weg. Qualitätsprodukt. Es ist fertig. Food Ninja. Schneiden Sie das Essen perfekt in Scheiben. 0% Abweichung. Ja gut, jetzt kommt dann irgendwann daher. Die brauchen 3,7863 Gramm. Doch wird das. Lassen Sie sich über Weihnachten. Der Kerl, der tut immer grinsen, wenn ich ihn anschaue. Okay, Vorführeffekt. Lassen Sie sich über Weihnachten den Bart wachsen, dann können Sie als Weihnachtsmann durchgehen. So, was müssen wir jetzt machen? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Können Sie es wiederholen? Ich weiß, ihr könnt zurückspulen, dann erlebt ihr das alles nochmal. Legen. Mal sehen. Was muss ich hier machen? Es gibt hier nichts mehr zu tun. Aktiviere den Hebel, um den Gadgetwagen zu senken. Ah, okay, ich verstehe. Muss dafür nicht raus? Ach nee, hier so. Junge, markier's mir halt! Ziehen wir den Wagen durch die Tore. Wollen Sie nicht mitkommen? Nö, ich bleib hier. Wollen Sie jetzt schieben? Ziehen? Da-da-dam-da-dam. Das war aber ein großer Käfer. I never thought a zoo could be organized like this. A train? Trolleys? Yes, Paul, our zoo is quite unique. It's our pride. You won't see anything like it in others. Pride? Then why has the zoo been closed for the second year? People say the zoo is going through tough times. How would I know? I'm just a simple man. Clock in and clock out. How long have you been working here? Long enough to teach you everything. Come on, move the trolley. This is the entrance to the enclosure. To open the door, you need to insert your PDA into the enclosure terminal and select Open Enclosure. Wie er mich immer angrinst. Poster. Notizen, die neuen Tweets hinzugefügt. Ich muss das Verhalten von Tieren beobachten. Zu Hause kann sich in seltsamen Handlungen und merkwürdigen Bewegungen von Tieren äußern. Ich muss die Körper der Tiere sorgfältig auf Narben untersuchen. Narben zeigen an, dass sie mit den Tieren etwas nicht stimmt. Alles klar, und hier ist so ein Digi-Monster. Willkommen im Giraffengehege.
Bevor Sie gehen, stellen Sie sicher, dass alle Symptome erkannt wurden. Ja, Poe Cleo. Take the bucket and dump the food in the feeding area. Okay, nehme Eimer, schütze das Fenster in die Ding hier. Boah, wie die hier aussehen. Ist es mit der Unreal Engine 5 gemacht worden? Okay, wo ist denn der Zoo-Eimer-Dingsmuster da oben? Die sehen aber ziemlich gut aus. Streicheln. Und mal runter mit der Rübe. Oh. Kann ich den Hund streicheln? Streichle ein Tier zum ersten Mal. Errungenschaft freigeschalten. So, wo muss ich das jetzt hin? Bleib für rechtzeitig stehen, Junge. Der Junge, wahrscheinlich muss ich da hoch, oder? Ich kann nicht springen. Ja, okay, hier pennen sie einfach nur. Jungs, geht mal aus dem Weg da. Ich hab hier was zu tun. In dem Zoospiel, was ich da. Zoospiel, in dem Tierarztspiel, was ich vorher gespielt habe, da war nach der Fütterung, waren die Tiere dann halt weg. Ah! Feeding Area. So. Ihr Schweinchen, jetzt gibt's was zu fressen. Hm. Nee, ein bisschen zugucken. Bring ihn einmal zurück zum Gadgetwagen. Einer hat sich schon von der Gruppe abgekapselt. Einer ist schon weg. Da gerade ist ein Leckstein, das ist wieder nur so eine coole, lustige Maske hier. Wollen die Giraffen hier Angst machen? Hm. So, ich habe den Eimer wiedergebracht. Bitteschön. Great. Now put on the MFE. What's that? Mobile Fecal Extractor. In simpler terms, a shit sucker. You've eaten shit before. Now you're going to suck. Oh, Mann. I don't know. Why do we need all this? We need to constantly monitor the health of the animals. And taking excrement for tests is one of your key tasks. 100,000 a year, Paul. 100,000 fucking American dollars. You just have to collect the shit. Come on, Paul. Don't chicken out. Ich weiß gar nicht, wie nah ich mit den 1000 Dollar am Tag dran bin. So. Sammle Fäkalien auf. Ach du Scheiße. Wie mache ich das? Linksklick, rechtsklick. Vollgas. So, er liegt noch ein bisschen mehr da. Ja, ist ja klar, das muss ja auch sauber gemacht werden hier. Na, Poe. Geh mal auf die Seite, dass ich deine Scheiße aufsaugen kann. Junge, geh mal weg. Danke. Er hört wenigstens aufs Wort. Aufgabe erfüllt. Sag mal, was haben die da reingetan? Abführmittel, super stark. Warum wird das Essen eigentlich da oben reingetan? Ach, die haben da Lautsprecher die ganze Zeit. Hey, wo ist denn das Wasser? So. Das. So kann man ja. Ich muss im Auge behalten, wie viel das Tier schläft. Übermäßiger Schlaf ist ein Zeichen von Krankheit. Hm. Alles klar. Now take the TIS. To avoid unnecessary questions, it's a thermal imaging system. You can just call it a thermal imager. It's needed to determine the body temperature of our animals. Okay. Nehme TIS. TBS. Now install it and measure the temperature of the giraffes. Okay. Was ist die Körpertemperatur bei allen Giraffen? Kinder, kommt mal her, warum? Ja, kaum kriegen nichts mehr zu essen. Ja, so mittelmäßig 39.
Einer von ihnen ist besonders warm. Och, Jungs. Ah, da sind sie. So. Nein! Ja, okay, ist doch drin geblieben. So, und der ist besonders warm hier. So, 41,9. Na gut, die 2 Grad da. Der wird halt schneller gar. Gadgets are still lying around on different stations and storage rooms. When you're there, grab those too. Entschuldigung, ich wollte nur gucken, ob es geht. Okay, es hat sich nichts in der Wand versteckt. Ausmachen, hinlegen. As you can see, one of the giraffes isn't doing well. We need to make a dart with Temperalax. It's a medication for normalizing the temperature of animals. By the way, it was developed by one of the local eggheads. Interact with the terminal and press the exit enclosure button. Okay, aber ich wollte hier drin nochmal ganz kurz gucken, weil hier ist nochmal ein Schild. Eine Blutentnahme ist scheinbar nur bei ruhenden Tieren möglich. Tschüss, Bo. Schön brav sein, ja. In the terminal, you can check all the analyses you've collected in this enclosure. Na gut, Poes hat eine Übertemperatur. Die ist zwar. Do I have to make some medications too? Well, you studied chemical technology in Indiana. You'll manage. Damn, how do you know all this? Trust me, it's not something worth being surprised about here. But I barely lasted 6 months there. Got kicked out in the first year. No worries, that should be enough to mix a couple of ingredients following a ready-made formula. Ich hab schon mal Drogen zusammengemixt in einem Simulator. Also so schwer ist es nicht. Drug Dealer Simulator 2. Keine Werbung für meine eigenen Videos. Dude, aus dem Weg! So. Congratulations, Paul. You've just come closer to success and the well-being of your family. Now, go and load the collected fecal matter into the biomaterial receiver. Don't carry anything into the car. Everything must be sterile. And don't forget to put the shit sucker back in its place. Kann ich ihn auch einsaugen? Ja, freut sich schon. Hier, riechen Sie mal dran. Ein ordentlicher Zug. Okay, der muss hier rein. Hat man jetzt recht wenig gesehen. So, Fäkalien sind drin. Schön eingesaugt. Dann haben wir hier noch Würmer, die fehlen. Okay, was muss ich jetzt machen? Gibt es hier Fäkalien, Dinge bringen? Ah, ne, Moment. Mehr habe ich ja nicht. Du. Di-da-di-da-dam. Muss hier noch was machen? Ey, wo ist Chef hier? Chef, warte! Ich brauche Instruktionen. Kann ich hier auch rein? Storage. Oh. Okay, sind die Giraffen draußen. Wo sind die die Tierchen? Wo ist das Schäfchen? Schäfchen ist nicht da. Es hat sich gerade noch hier gestanden. Jetzt ist es weg. Den Zugabteil hier. Ich kann hier derzeit gerade nichts machen. Ich bin so doof. Mensch, welchen Ausblick man hier aus dem Fenster hat. Scheiße, mir jetzt wirklich das Blödes zu schaffen. Bitte wir keinen für die Analyse ab. Habe ich doch gemacht. Und nun? Hallo? Da bist du ja.
Now you need to load the trolley into the train. To do this, press the lever inside the car. Was musst du jetzt genau machen? Junge, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, Mensch, weil ich im Überlegen war. Aktiviere jetzt den Hebel. Ja, okay. So, stellen wir uns mal auf. Excellent. Now this is our mobile vet station. To make Temporalax, you need to load the station with enough vials. I did it this time, but in the future you'll have to gather the vials yourself to cook it up. But keep in mind, chum, there are not so many vials. Think twice before using them. Okay. Also, ich brauche etwas gegen Temperatur. Tödliche Injektion, natürlich. Finden Sie Temperlax. Temperlax ist hier. Steht es auch da, die Taste um herzustellen. Steht da auch, was die Sachen bringen? Now take the dart from the dart dispenser. Ich hätte gesagt, was hier ist. Hier. Yeah. Cool, you've got Temporalax. Now load it into the veterinary gun. It's in the gadget trolley. Also, der ist ja, den haben wir ja reingeholt. Du, 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 du. Muss erst nachgeladen werden. Now the only thing left is to dart the sick giraffe. Okay, auf ihn kann ich nicht zielen. Er muss jetzt reingehen und bum bum machen. Giraffe, Paul. Be careful. Don't confuse Bo with Poe. Okay, das ist ja nicht so schwer. Die Namen stehen ja fett dran. So, mach auf. Hätte ich eigentlich die Tür offen lassen können, nicht? Okay, scheiße, ist auch voll in Ordnung. Bist du Poe? Oh, die rennen weg. Bleib stehen! Okay, das ist Cleo. Das ist Poe. Jetzt bleib noch stehen! Widerstand ist zwecklos! Ach, scheiße, daneben geschossen. Ich erwisch dich noch. Hier verstehe ich noch. Ach ja, ich muss die Tür zumachen. Okay, jetzt verstehe ich zumindest, warum ich die Tür zumachen muss, weil sonst die andere nicht zugeht. Auf geht's. So. Oh. Was haben wir hier? Achso, dafür ist die UV-Taschenlampe da. Ich muss die Schleimsekrete von Tieren überwachen. Das Vorhandensein von Schleim weist auf eine Krankheit hin. Du, 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 du. Chef, ich hab daneben geschossen. Well, how did it go? Judging by your face, not the best. I'm sorry, sir. It seems I missed. Shit. Damn it, Paul, get it together. I asked you to take this task seriously. Money doesn't grow on trees, and all that's required of you is to follow the formula, make a dart, and shoot the animal in the rear. Fine. I don't have any more time to deal with you. Everything you need to know, I've already shown you. Now we need to get back to the hub. Aber muss ich jetzt nicht hier nicht nochmal betäuben? Na gut, gehen wir mal raus, es passt soweit. Bobby! Okay, das nächste Mal warte ich ab, bis das Tier schläft. Gucken Sie mal aus dem Fenster, Chef. Gucken Sie mal. Da. Und da. Sie müssen mir nicht so auf die Pelle rücken. Escort me to the exit. It's time to leave you alone with our lovely zoo facilities. Ich habe hier noch ein bisschen Abführmittel drin. Kann ja nicht auf ihn zielen. Ja, okay, es sind ja Ampullen drin, oder? Oh. Chef, warte.
Every zookeeper is entitled to a service car. This one's mine. If you perform well tonight, you'll get one in the morning. Is that your wife? Should I tell her you're staying here for the night? Keep in mind, I'll lock you in until morning. No problem. I think she'll figure it out and go home soon. As you wish. Good luck, Paul. Don't mess up. Ich gebe mein Bestes. Hallo, Frau. Können wir hier winken? Wir können rechte Maustaste Aim machen. Mit Flügeltüren. Okay, neuen Zugang erhalten. Na, der hat's aber eilig, nach Hause zu kommen. So. Wir sind natürlich ein guter Angestellter und machen uns sofort an die Arbeit. Andererseits, gibt's hier ein Safe? Okay, jetzt hoffen wir nichts zu holen. Schade. 30 Minuten. Na gut, aber nächstes Tutorial erledigt. Da klopft's an der Tür! Paul, you entered here who knows how long ago. You're not answering calls, I'm worried. Lily, sweetheart. Sorry. Didn't hear you right away. Everything's okay. They put me on probation, but I had to start immediately. You should just go home. I'll be back in the morning and tell you everything. Paul, but I saw them lock you up. It's not normal. Yeah, it's just protocol here. They took away my phone and made me sign an NDA. And all I have to do is feed and treat the animals. Oh, and by the way, there's plenty of meat here. I want my girls to finally eat normal food. I'll be right back. Don't go away. Hurra! Lege einen Fleischklotz für Lilly in den Kasten. Was denn für ein Fleischklotz? Was soll ich hier mitmachen? Mitnehmen? So, ich brauche einen Fleischklotz. Okay, ich krieg keinen Fleischklotz. Wahrscheinlich muss ich den erstmal rausholen. Ja, dass die Folge schon vorbei ist. Dann würde ich den hier schnell gehen lassen. Dann muss ich von außen einfach den Knopf drücken. Ich kann auch sprinten. So. Okay. Ah, okay, hier sind die ganzen Tiere. Ach, ein Wally ist ein Känguru. Okay, verstehe. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge von Zuchoses. Ich habe es glücklicherweise noch da stehen. Zuchoses. Zuchoses. Ich werde es mir echt mal vorlesen. Ich würde mich über Liken, Kommentaren, Abo freuen und natürlich, wenn ihr nächste Folge wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.